Hallöchen, ihr Lieben. Ich melde mich nochmal bei euch, beziehungsweise wir melden uns nochmal, die Mäuschen und ich. Ihr habt ja heute schon ein Video von mir bekommen, nämlich das Video, wo Smilla und ich den Baum geschmückt haben. Und das haben wir aber schon vor ein paar Tagen gemacht. Ich habe es nur erst jetzt geschafft, das Video hochzuladen und habe das noch schnell heute Morgen fertig gemacht, weil ich wollte unbedingt, dass ihr das noch vor Weihnachten habt, weil sonst würde es ja nicht so wahnsinnig viel Sinn machen. Ja, aber trotzdem möchte ich mich heute noch mal fast live melden. Also heute ist auch wirklich Heiligabend. Also ganz aktuell aus unserer Baby-Ecke. Genau. Und wir möchten euch was erzählen. Ja. Eine Überraschung gibt es bei uns, ne? Ihr seht ja, wie die drei hier so süß liegen. Und ich finde aber hier, da ist noch ganz schön viel Platz, oder? Und das ist auch gut so, denn da, wo jetzt die süße kleine Kuh sitzt, da sitzt bald unser neues Baby. Ja, wir bekommen ein neues Baby. Ich bin schon mega, mega aufgeregt. Und ja, das ist nämlich schon das Kuscheltier vom neuen Baby. Und das neue Baby ist auch schon fertig. Und ich bin, ja, es ging jetzt total schnell. Das war eine totale Spontanentscheidung. Es ist ein Bausatz, den ich am Anfang toll fand und dann aber doch entschieden habe, dass ich ihn nicht möchte. Und ja, jetzt doch. Ihr könnt also gespannt sein. Es war ein Auftrag und ich habe das total spontan entschieden, wer das Baby machen darf. Und die Reborn-erin ist so schnell. Es ist unglaublich. Sie ist schon fertig. Das war jetzt eine Sache von ja, ziemlich genau einen Monat oder nicht mal einen Monat. Ich meine, an meinem Geburtstag, und das war ja genau vor einem Monat, am 22. November, habe ich das entschieden. Und jetzt ist das Baby schon fertig und sie hätte es auch schon geschickt, aber ich habe gesagt, nee, warte mal noch, weil ja, in der Weihnachtspost, da geht so viel verloren und das wird alles, kommt viel verspätet und so. Und das wäre mir dann einfach zu aufregend gewesen. Deswegen habe ich gesagt, nee, wir warten noch und du kannst es dann im Januar losschicken. Und jetzt müssen wir halt noch ein bisschen warten. Aber ja, das ging jetzt so fix und ich bin total aufgeregt. Und das wollte ich euch jetzt unbedingt noch als kleine Weihnachtsüberraschung heute erzählen. Ihr seht bei den Babys und mir geht es jetzt noch nicht so weihnachtlich her. Also so klamottenmäßig. Hier ein Blumen-Outfit eher und Karl in Regenbogen und Smilla hat noch ihren Pulli an mit dem Wal und ja, also hier gibt es keine Weihnachtsoutfits, aber wir feiern nachher ganz gemütlich mit meinen Eltern, die sind nämlich zu Besuch und ja, den Weihnachtsbaum habt ihr ja schon gesehen, der steht im Wohnzimmer, da gehen wir dann nachher alle gemeinsam rüber und machen es uns ganz gemütlich und essen lecker Raclette und machen Bescherung. Und ich freue mich einfach, dass wir dieses Jahr zusammen sein können, weil das einfach nicht klar war. Und das ist das Wichtigste, finde ich. Und alles andere ist nicht so wichtig. Genau. Ja, das ist unsere Nachricht, die ich euch unbedingt noch heute sagen wollte. Und ihr könnt gespannt sein, wer dann hier bald in dieser Ecke sitzt und unsere kleine Familie erweitert. Ich würde ja sagen, vervollständigt, aber wer weiß das schon. Aber ja, also ich bin sehr, sehr glücklich, sehr, sehr aufgeregt. Ich habe auch schon Bilder bekommen und es ist so süß und ich bin total verliebt und kann es kaum erwarten, bis das Baby dann hier ist. Und hier ist der Platz. Und der wird dann bald besetzt sein. Ja, ihr könnt gespannt sein. Und jetzt wünschen wir euch auf jeden Fall erstmal ganz, ganz schöne Feiertage. Von uns kommen die nächsten Tage vielleicht, nee, die nächsten Tage wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt mit meiner Familie erstmal hier Zeit verbringen möchte. Aber es kommen noch ein paar Videos, die ich schon vorgedreht habe. Also von unserem Wickeltisch kommt noch ein Video, wo ich euch den zeige. Und ja, seid gespannt. Hier gibt es auch noch eine Änderung bei diesem Baby. Das werdet ihr auch noch sehen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall mal von euch. Wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Und ich denke, wir sehen uns dann wieder zwischen den Jahren oder nächstes Jahr. Also, ihr Lieben, passt gut auf euch auf. Macht's gut. Ich glaube, Karl winkt heute mal. Hast ja eine Hand frei, die andere hält dein Schwesterchen. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Passt auf euch auf. Und bis dann.